gut gemacht. Plus einfahren, den gelb markieren. Ja, haben wir gut gemacht. Auch eine gute Idee. Ich wette mit dir, der wird dann gleich bei 4,5 gelb. 5000 Umdrehungen wird der dann gelb. Aber die rotzt auch gerade schön hinten. So, fahren wir jetzt rechts oder links? Was machen wir? Weiß ich nicht, fahr rechts. Fahren wir zum Möhnesee zurück? Ja, ne? Jo. Da kommen gerade welche. Ich weiß gar nicht, was sagt die Kamera eigentlich hier? Zwei Balken noch. Willst du vorfahren? Ja, dann bist du auch mal wieder drauf. Ja, genau. Du hast die ganze Zeit die Kamera eingeschaltet und filmst mich gar nicht. Ja, ich wollte früher schon einmal vorfahren, aber dann bist Hallo, du wieder Leute. Vorbei. Jetzt darf ja ein bisschen, oder? Ja, ein bisschen. Ja, ist ja schon ein Unterschied von 3,5 zu 5. Ja, auf jeden Fall. Also das war keine normale Umleitung. Ja, wir haben das Schild vergessen oder wir haben es echt übersehen. Ja, wir haben es entweder übersehen oder wir haben wirklich ein Schild da vergessen. Ja, es sind 15 Kilometer Umweg gewesen jetzt, ne? Ist doch egal. Hat sich doch gelohnt, da ein bisschen durch die Dörfer ja, noch zu fahren, das hier fürs Einfahren. Nicht. Wenigstens mal hier 100 fahren auf der Landstraße. 110 oder 120 sogar. Der ist mir aber nah auf, ne? Pass auf, der bremst da hinten. Muss man auch sagen, wenn du von der Seite mal kommst. So, jetzt schaltet auch der Tacho automatisch auf dunkel, wenn wir durch den Schatten fahren, so wie bei KTM. Nur bei KTM hat man halt ja, eigentlich immer noch den Fehler in meinen Augen. Die haben zwar mittlerweile ein Update rausgebracht, dass der Tacho nicht andauernd immer hin und her schaltet. Und auch das Abblendlicht ein bisschen geschont wird dadurch, weil das Abblendlicht wird darüber wohl auch angesteuert. Das heißt, entweder hat man nur Tagfahrlicht an, dann ist der Tacho auf hell. Und wenn der Tacho auf dunkel schaltet bei KTM, dann geht auch gleichzeitig vorne das Abblendlicht an mit der LED. Ist natürlich auch nicht so, also die Lebenserwartung, weiß ich nicht, wird sich dadurch wahrscheinlich auch reduzieren, wenn die LED andauernd ein- und ausgeschaltet wird. Hier ist das unabhängig, hier habe ich extra einen Schalter für Abblendlicht, also muss selbstständig Abblendlicht einschalten, von Tagfahrlicht auf Abblendlicht. Nur der Tacho wird hier über den Lichtsensor angesteuert, wenn ich ihn auf Autokontrast gestellt habe. Ansonsten kann ich selber entscheiden, bleib auf dunkel oder bleib ständig auf hell. Fahrradfahrer, Schatzi. Mhm. Ja, muss jetzt noch einiges für dein Motorrad bestellen, ne? Was denn? Die Scheibe, die Halterung, dann ja, für eine Steckdose die Sachen. Ja, noch mit der Ruhe. Ich sag, das ist nur einiges, ne? Ach, jetzt haben wir noch einen Trecker vor uns. Ich werde wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig. Ich werd Nee, ne? Hoffentlich fährt der hier links. Der will doch jetzt hier nicht mit seinem Scheißding durch den Wald. Boah, nee, ne? Auto. Ach, da kriegst du doch die Pimpernellen jetzt, ey. Kommt keiner. Kommt keiner, gibt Gas.
gut. Aber gut auf der Straße, du. Trotz der Straßenschäden hier. Ah, siehst du? Jetzt wird der Drehzahlmesser bei 5000 gelb. Oh, hier ist schön kühl, ne? Ja. Strecke, ne? Ja, Lichtschatten auch. Ich weiß. Mach schön in Ruhe, ne, Schatzi? Ja. Bist ja jetzt auch schon etliche Wochen nicht gefahren, ne? Ja. Wie lange? Ich glaube. Ja, und da, wo ich gefahren bin, bin ich auch nur zur Arbeit gefahren, ne? Ja. War das letzte Mal anders, glaube ich sogar, ne? Ja, das war das letzte Mal groß. Die große Fahrt. Also musst du überlegen, im ganzen Mai bist du nicht gefahren? Ja doch, zweimal zur Arbeit. Zweimal, ja, das ist ja nichts. Ne, aber also kannst du sagen, Mai und Juni bist du nicht gefahren, 2 Monate. Ja. Da, wo andere sich wirklich freuen wie ein kleines Kind und sagen, endlich kann ich wieder fahren und fahren dann auch regelmäßig. Ja, andere haben auch mehr Zeit, ne? Ja, ich weiß. Obwohl das Wetter so gut war, ne? Mhm. Man hat ja auch Termine, Kindertermine. Ich fände es nicht richtig schön in der Kurve. Absolut stabil. Man kann leicht nachkorrigieren, gar kein Problem, aber es kommt keine Unruhe ins Fahrwerk rein. So, jetzt schleifen sich auch mal die Bremsen richtig ein. Alles klar da hinten? Ja. Ja. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, so schnell in die Kurven und so. So, jetzt gebe ich immer ein bisschen um die 4000. 4,5. Guck mal, da ist auch ein Triumph, aber ein Auto. Oh, wir bleiben noch mal dahinter. Ist das hier überhaupt ein Triumph? Mein schon, ne? Und was für ein Modell kann ich euch jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Oh, der fährt ja aber wirklich gemütlich hier. 45. Ja, der war der Diesel wahrscheinlich. Und kein Katalysator hier. Euro ja, das 0. Riecht man. Oh. Das riecht man sofort. Ja, Schatzi, wenn unsere Zeit mal vorbei sein sollte hier mit Motorradfahren, dann holen wir uns auch so ein Ding, ne? Ja, aber was Größeres bitte. Nicht eine Knautschkugel, wo du unten auf dem Boden liegst. Ja, das stimmt. Okay, du kommst unterm LKW vielleicht durch, wenn du Glück hast. So, können wir hier glaube ich gleich überholen. Ja. Auf das Stückchen hier. Sogar Überholverbot aufgehoben. Kommt keiner. Aber die fährt sich auch wirklich wie auf Schienen. So, links oder rechts? Rechts. Wenn ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Genau. Ja, ich bin ja mal gespannt, wann meine Knie anfangen zu schmerzen oder mein Rücken oder meine Hände einschlafen, aber im Endeffekt oder mein Popo wehtut, aber im Moment. Du hast von hinten gesehen einen geraden Rücken. Das ist ja schon mal. Ne? Ja, nee, er ist leicht gebeugt. Muss ich mich ein bisschen nach hinten setzen. So, jetzt wird es wieder schön hier. Durch einen kühlen Wald. Vernünftiger Straßenbelag. Hoffe ich zumindest.
Wenn es gleich wieder bergunter geht, dann wird der Belag wieder schlechter. Und in dem Bereich streuen sie auch immer ganz gerne den Split aus. Schatz, ich fahr mal ein bisschen, ne? Lass dir mal ja, die Ruhe. Ja, fahr du mal. Ich will jetzt mal hier so ein bisschen das Fahrwerk kennenlernen. Du hörst ja, wenn ich irgendwann wieder in der Nähe bin. Ja. Ja, ich lass dich gleich wieder vorfahren. Fahr mal ruhig. Sound ist geil, also gefällt mir wirklich. Jetzt kann ich auch die Jungs und Mädels verstehen, die auf diesen Dreizylinder-Sound abfahren. So, wollen wir mal eben auf Schatzi warten. Warum fährst du rechts? Ja, fahr mal. Du sollst mich überholen. Hä? Du sollst mich überholen. Ach so, okay. Wenn ich mal ein bisschen auf Kamera bin. Stand da Hindernisse auf der Fahrbahn? Auf dem Fahrbahnrand stand da, glaube ich. So. Hindernisse am Fahrbahnrand oder so. Ist die Heckkamera überhaupt noch an? Zwei. Nee, ich glaube nicht. Fährt sich nicht so schnell da. Die Heckkamera ist aus. Ist an? Die Heckkamera ist sowieso aus. Ach so. Hast du früh eingeschaltet? Ich hatte sie eingeschaltet. Oder? Nee, ich glaube nicht so an. Kann ich jetzt nicht sehen, wenn die Sonne da drauf scheint. Ja, ich glaube die, ja, die ist so an. Ja? Ja. Oder eine Kette ist voll am Rasseln, wenn du Gas gibst. Ich weiß nicht, ey. Haben die vergessen, die Kette zu spannen nach der Tieferlegung? Weiß ich nicht. Muss ich auch noch mal kontrollieren. Ich sag ja, die hört sich anders als damals an. Hab ja, aber Markus, der hier mit seiner Fahrschule MT-07, der sagt, das ist auch normal. Ne? Er hat das auch. Hier 50. Und hier geht's rein. Da geht's gleich richtig rum, Schatzi, ne? Nicht so schnell da. Nein, wird doch schon langsamer. Jetzt wird der Belag auch scheiße, jetzt musst du langsam fahren. Oh, ist er feucht? Nee, feucht nicht, aber hier liegt ab und zu auch mal ein bisschen Schotter und so. Scheiße. Ja. Ja, letztes Jahr haben sie ja hier Split hingekippt. Aber das ist richtig blöd.
jetzt muss ich mir, glaube ich, erstmal eine Lederkombi kaufen, wa? Weil so mit Textilklamotten sieht das auch nicht so toll aus. Ach, wenn man es so anders sieht, das doch gut aus. Passt nicht so ganz. Weiter geradeaus? Muss man auf jeden Fall neue Stiefel holen. Ja. Ja. Ach, weißt du was? Ich glaube, hier kommt eine Tankstelle. Dann können wir mal Akku wechseln. Und ich habe hier sowieso nur noch 90 Kilometer Restweite. Fahren wir hier mal drauf. Oh, die war aber leicht bekleidet, saß sie hinten drauf. Mann, Mann, Mann.